Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Popbiz-Box. Heute soll es um das Thema gehen, wie kann ich meine Songs schützen lassen? Wir kriegen immer wieder Anfragen von Musikern, die eigene Songs schreiben, dann damit natürlich rausgehen wollen, auf der Bühne auftreten wollen, sie Labels oder Produzenten schicken wollen oder Verlagen schicken wollen und Angst haben, dass dann irgendjemand ihre Idee klaut. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass das passieren würde. Ganz grundsätzlich erstmal vorneweg, da gibt es auch einige Missverständnisse. Wenn du einen Song geschrieben hast, ist er in Deutschland automatisch durch das Urheberrecht geschützt. Das heißt, du musst eigentlich nichts weiter tun. Viele glauben, sie müssen ihre Songs bei der GEMA anmelden, damit sie das Recht an diesen Songs haben. Dem ist nicht so, sondern das Urheberrecht sichert dir dieses geistige Eigentum, das du geschaffen hast, automatisch mit dem Schaffungsprozess zu. Das Problem ist jetzt, es geht darum, das auch natürlich zu beweisen. Im Streitfall vor Gericht braucht man Beweise und diesen Beweis, um den musst du dich dann tatsächlich noch aktiv kümmern. Die beste Möglichkeit und das, was wir auch empfehlen, ist die Hinterlegung deines Werkes bei einem Notar. Das geht mittlerweile relativ einfach. Wir haben auch hier unter dem Video und in dem Artikel einige Links zu Notaren, die genau dieses Angebot haben. Und oftmals ist es so, dass du einfach nur ein MP3 und eine Datei mit dem Text per Internet hochlädst zu diesem Notar und gegen eine Gebühr erhältst du dann eine Urkunde, die dir zusichert, dass dieser Song ab einem bestimmten Zeitpunkt bei dem Notar hinterlegt wurde. Mit dieser Urkunde hast du dann einen Beweis, dass dieser Song zumindest ab dem Zeitpunkt dann auch dein geistiges Eigentum ist. Oftmals ist es ja auch so, dass du vielleicht schon eine CD gepresst hast von diesem Song. In dem Fall hast du auch eigentlich schon ganz gute Belege in der Hand, denn es gibt ja eine Rechnung des Presswerkes. Es gibt in der Regel eine GEMA-Freistellung. Und diese Unterlagen solltest du in jedem Fall sorgfältig aufbewahren, zusammen natürlich mit einem Exemplar der CD. Denn das ist vor Gericht auch, wenn du jetzt auf die Gebühren bei der Hinterlegung beim Notar verzichten möchtest, auch ein guter Beleg dafür, dass die Werke dir gehören. Trotzdem ist unsere Empfehlung in der Tat die Hinterlegung beim Notar. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns, schick uns eine E-Mail unter frage@popbizbox.de und wir helfen dir weiter. Bis zum nächsten Mal.